Was bitte habe ich da heute gesehen, ey? Was bitte? War das ja der BSC? Oder in welchen Zaubertrank sind die gefallen? Und damit herzlich willkommen zur Nachbesprechung des Spieles Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Und endlich kann ich hier mal sitzen und habe wieder gute Laune. Kommt ja bei Hertha selten vor, aber es hat einfach geklappt. Es tat einfach so gut. Wir haben endlich mal wieder gewonnen. Und das nicht nur verdient, sondern auch noch relativ hoch und deutlich. Ich hätte ja auch ein dreckiges 1-0 genommen. Hauptsache, man hat die Punkte endlich mal. Aber das ist dann am Ende ein 4-2-1 wird, Leute. Ein 4-2-1. Ach, und dabei ging alles schon wieder schlecht los. Also du startest, die ersten 7 Minuten waren super, waren wirklich gut. Du bist direkt vorne drauf, auch wenn da jetzt nichts Nennenswertes dabei war. Du bist direkt vorne drauf und hast gleich angezeigt, was du hier vorhast. Dann kam aber Gladbach so ein bisschen ins Spiel und geht dann in der 17. Minute mit 1-0 in Führung nach einer Ecke von, Dankeschön, Luka Netz. Wir sind in der Standardverteidigung einfach grottenschlecht. Das war jetzt das 13. Standardgegentor. Da müssen wir uns einfach verbessern. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses 1-0 uns so ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil ja, Gladbach hat dann zwar für meinen Geschmack so ein bisschen die Kontrolle übernommen, aber so aus dem Nichts heraus kombiniert sich dann Hertha mal super durch. Zigerzi liegt dann mit der Hacke ab und am Ende legt Richter nur noch quer auf Nankamp, der ja nur noch einschieben muss. Und das war im Prinzip der Bruch für Gladbach. Es geht dann zwar mit diesem 1-1 in die Pause, hätte aber auch ein 2-1 für Hertha werden können, denn da waren noch schon einige nennenswerte Chancen dabei. Und auch aus der Halbzeit kommen wir wie mit von der Tarantel gestochen raus. Gehen direkt drauf, haben viele gute Möglichkeiten und Chancen. Und was soll ich sagen? Wir haben es immer wieder gefordert, nicht nur, dass wir Dreierkette haben wollen, weil wir gegen Frankfurt gesehen haben, dass das offensichtlich funktioniert, nicht nur, dass wir Doppelsturm haben wollen, was offensichtlich ja auch funktioniert, sondern wir haben auch immer gesagt, warum spielt denn immer Oremovic oder warum spielt immer Rochel? Wir haben doch auch noch mit Martin Dada einen sehr fähigen Innenverteidiger. Jetzt stellt er auf die Dreierkette um und plötzlich spielt Martin Dada, der heute auch noch 21 wird, also an der Stelle Happy Birthday, Martin. Und es gibt dann wirklich keinen besseren Zeitpunkt für sein allererstes Bundesligator als dieses Spiel, als dieser Tag, aber was für eins. Einfach mal so aus dem Nichts, einfach mal aus der zweiten Reihe abziehen. Sowas, was bei Hertha eigentlich meistens nie, gefühlt eigentlich nie passiert, dass einer einfach mal drauf wichst und einfach mal den irgendwie einschweißt und er macht's dann einfach und haut das Ding einfach mal unter Kante und dann aber sowas von gerade in den Knick rein. Und damit stand es dann 2-1. Und dann hatte ich zwar irgendwie nicht mehr richtig das Gefühl, dass wir das noch verlieren, weil Gladbach keine zwingenden Chancen mehr hatte, aber jeder kennt ja Hertha. Wir haben schon oft kurz vor Schluss irgendwie noch ein Gegentor geschluckt und dann ging es nur 2-2 aus oder 1-1 oder sonst was. Das war gegen Leverkusen so, das war gegen Freiburg tatsächlich auch so und dementsprechend da ging die Angst dann natürlich um, aber als dann die Nachspielzeit angezeigt worden ist, übrigens fand ich es eine Frechheit, dass es nochmal 6 Minuten waren, und Lionel Scherhand sich da durchtankt, Kouitakoura zurück in die Grundschule schickt und dann trocken in die lange Ecke abschließt, war das Ding dann durch. Es stand dann 3-1. Man hat dann auch beim Jubel gesehen, wie er Tränen in den Augen hatte. Nicht nur sein erstes Bundesligator, auch generell, was für eine Last da abgefallen ist, dass man endlich dieses Ding gezogen hat, dass man endlich gewonnen hat. Und als wäre das nicht schon schön genug, gab es dann sogar noch 4 Minuten später einen Strafstoß. Ja, ihr habt richtig gehört, es gab einen Strafstoß für Hertha und nicht immer nur gegen Hertha BSC, denn im Hinspiel gab es ja 2 Elfmeter gegen uns, dank Uremovic.
den Dodi Lukebakio, der dann zwischenzeitlich noch für Nankab eingewechselt worden ist, trocken verwandelt. Am Ende halten wir fest, 3 Punkte, 3 Berliner Eigengewächse, die treffen. Und das zeigt auch wieder, das ist die sogenannte Hertha-DNA. Und es tut einfach mal gut, jetzt hier zu sitzen, gute Laune zu haben. Und wir haben zwar noch nichts geschafft, aber Stuttgart verloren. Über die Art und Weise, wie reden wir jetzt mal nicht. Dann Bochum verloren. Hoffenheim verloren. Augsburg verloren. Schalke hat zwar gepunktet, aber gerade deswegen musstest du das jetzt unbedingt mal nutzen. Du warst nur 2 Punkte von Stuttgart weg. Jetzt bist du 1 Punkt vor Stuttgart, aber bist vor allem auch an Augsburg, Bochum und Hoffenheim wieder auf 2 Punkte ran und hast jetzt wieder einen Fuß in der Tür. Du hast noch nichts geschafft, aber zumindest sieht es jetzt wieder besser aus, weil nächste Woche geht es nach Dortmund und man stelle sich mal vor, wir fahren da mit -5 hin, verlieren da und die anderen gewinnen alle. Also zumindest Bochum muss man ja zutrauen, dass die Freiburg schlagen und dann hast du plötzlich -8 und dann wird das ein ganz, ganz weiter Weg und so bist du jetzt zumindest wieder im Geschäft und nach den letzten Wochen, wo du immer dachtest, das kann gar nicht mehr schlechter gehen und ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ist das vielleicht den Befreiungsschlag, den wir alle brauchten? Ich rechne mir jetzt nichts gegen Dortmund aus unbedingt. Wobei wir Sonntagsmeister sind und in jedem Sonntagsspiel die Saison nicht verloren haben. Wir haben gegen Augsburg an einem Sonntag gewonnen. Wir haben gegen Schalke an einem Sonntag gewonnen. Wir haben gegen Freiburg und Hoffenheim an einem Sonntag jeweils unentschieden gespielt. Gegen Freiburg hätten wir sogar gewinnen können. Und jetzt kommt Gladbach, auch an einem Sonntag gewonnen. Also ich glaube ehrlicherweise nicht irgendwie an einen Punkt gewinnen, weil Dortmund gerade super gut drauf ist, aber würde ich natürlich nehmen. Das wären natürlich dann auch wieder Big Points da unten. Viel wichtiger ist das Spiel die Woche drauf gegen Augsburg, weil das musst du gewinnen. Das hast du auch zu Hause vor deinen eigenen Fans und das muss dann auch klappen. Und für Sandro Schwarz und seine Gemütslage ist das jetzt einfach nochmal, auch nochmal schön, weil er war sicherlich schon in der Kritik. Viele haben schon geschrieben, ja, er muss entlassen werden, es wird nicht besser. Beziehungsweise, wenn man ihn entlässt, dann muss das habe ich auch gesagt, dann muss man das vor dem Augsburg-Spiel machen, weil das Spiel einfach zu wichtig ist. Und jetzt hat er endlich gewonnen nach 4 Spielen ohne Sieg bei 1:13 Gegentoren. Hast du es jetzt einfach mal gezogen? Hast du es jetzt einfach mal geschafft? Deine Tordifferenz ist immer noch grottig, aber zumindest hast du sie von -15 auf -12 korrigiert. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wie ich jetzt aufstellen würde gegen Dortmund, ist jetzt so eine Sache. Stellt man sich hinten rein und lauert vielleicht mit Luke Bacchio auf Konter. Übrigens fand ich es mutig, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Oder nimmt man dieselbe Aufstellung nochmal? Und denkt sich so, ja gut, wenn ich abgeschossen werde, werde ich halt abgeschossen. Aber wenigstens können wir dann versuchen, mutig mal was entgegenzusetzen. Jedenfalls scheint die Dreierkette ja zu funktionieren. Und ich würde nicht das System wechseln, weil ich kann mir vorstellen, dass nach dem Köln-Spiel Folgendes passiert ist. Jeder hat in diesen 8 Wochen Pause oder in diesen 10 Wochen Pause unser System geknackt und hat herausgefunden, wie wir damit gespielt haben und konnte uns dementsprechend dann zustellen. Jetzt, wo wir mit Dreierkette kommen, kannte keiner das System und muss das erstmal quasi wieder so neu finden. Und deswegen hat das jetzt offensiv hervorragend funktioniert. Außerdem, unsere lieben Nachbarn aus Köpenick spielen ja auch genau das gleiche System. Da funktioniert es ja auch. An der Stelle will ich jetzt einfach nichts weiter sagen. Ich will es einfach genießen. Ich sage Tschüss, hau und ja, wir hören uns dann unter der Woche zur Champions League, zur Europa League, zur Conference League und ansonsten nächsten Sonntag, wenn ich aus Dortmund, aus dem Stadion zurück bin. Ich habe eine Karte, ja, und ich werde trotzdem alles geben für unsere Farben, die wir tragen, blau und weiß. Küsschen, hau und tschüss.